Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial, wie man den Modloader für Minecraft installiert. Als allererstes braucht man natürlich den Modloader. Den holt man sich ganz einfach über Google unter Minecraft Modloader eingeben. Dann kommt man zu Rigosamis Mods und findet hier natürlich den Modloader für 1.0.0. Den kann man sich jetzt unter Adfly oder direkt hier downloaden. Dann öffnet man sein Minecraft. Man macht am besten Options und Force Update, das mache ich jetzt auch mal. Dann dauert es natürlich ein Weilchen, weil es muss natürlich jetzt gedownloadet werden. Ich öffne Minecraft meistens über die Konsole. Warum genau, das zeige ich später, beziehungsweise ihr seht dann etwas. Hier seht ihr die Achievements und Rezepte werden runtergeladen und ansonsten nichts ist da drin. Okay, hier ist halt mein Name und so weiter und dass ich Windows 7 benutze. Aber das sollte jetzt nicht interessieren. Dann kommen wir über Texture Packs, Texture Pack Folder, auf Minecraft zugreifen, auf den Minecraft Ordner. Das braucht man nicht mehr. Kommen wir über Bin, auf den Minecraft Jar, die wir gerade ganz frisch haben, damit es absolut unverändert ist, weil damit funktioniert es dann auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall den Meta-Inf Ordner löschen, weil sonst nimmt es keine Änderungen an. Dann, das brauchen wir auch nicht mehr, den Modloader öffnen. Weg damit. Dann die hier kopieren, STRG C. Dann wieder auf Minecraft Jar, STRG V. Okay. Dann können wir die beiden hier schließen. Und Minecraft wieder starten. Jetzt logge ich mich wieder ein. Und wie wir jetzt dann gleich sehen werden, wieder die Achievements und die Rezepte. Aber hier auch der Modloader. Sprich, der Modloader wurde erfolgreich installiert, keine Fehlermeldungen. Wir können Minecraft ganz normal spielen. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in dem Sinne auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.